Und willkommen zurück zu City Skylines. Beim letzten Mal haben wir unsere Stadt ein wenig ausgeweitet. Dort fehlt Strom. Also die Parks. Okay, ja. Das gibt sich schon irgendwann. Hier ist der Bodenrichtwert zu niedrig. Aufgrund was? Zu wenige Dienstleistungen. Dienstleistungen wollt ihr haben. Dann... Das verstehe ich unter Dienstleistung. So, da siedelt sich was an. Ich mache mal kleinere Geschäfte. Fangen wir mal ganz piano an. Da ist schon wieder was. Achso, das macht sich ja schon mal selbst. Stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja. Der Forstbetrieb. Der förstert so vor sich hin. Könnte aber noch ein paar Einwohner brauchen. Also ein paar Arbeiter. Dazu müssten die erstmal hinziehen. Was keine Sau tut. Ich verstehe es nicht. Wie ist denn die allgemeine Glücklichkeit? Eigentlich ziemlich gut. Eigentlich annähernd perfekt. Um nicht zu sagen perfekt. Nur da ist ein Quälgeist. Ulmen-Residenz, natürlich, der Christian Ulm. Park-Residenz. Naja, ich hoffe, das gibt sich. Wo geht das hier wieder zu? Da oben, gut. Ja, die brauchen Arbeiter. Wo kriege ich Arbeiter her? Ich kann die höchstens von dort oben. Das sind ja keine Wohngebiete da, ne? Ja, doch, zum Teil. Muss ich mal realistisch sein. Welches Einfamilienhaus will denn bitte an einer sechsspurigen Straße liegen? Das ist taktisch gesehen ziemlich blöd. Deswegen kommen da jetzt auch wieder Blockhäuser hin. Eventuell da lasse ich die kleinen noch. So. So findet ihr euch denn nun ein? Ja, was soll ich denn machen? Was hätte ich denn machen sollen? Ich hatte doch keine Wahl. So. Ziert hin. Ihr Schweine. Kann natürlich so auch noch anbinden. Hauen wir auch noch ein paar Wohngebiete hin. Aber kleinere. Ja, was soll ich machen? Die kommen einfach nicht. Ich kann ja leider auch keine Arbeit aus anderen Ländern einkaufen. Wie ist denn die Bejobbung hier? Bevölkerung. Hauptsächlich Erwachsene und Familien. 10% arbeitslose Bürger. 11%. 218 Tode die Woche. Ach du Scheiße. Ja, sind einige Stellen frei. So geht hin und arbeitet. Aber da ziehen sogar Leute hin. Ins Ländliche. Das ist ja schön. Brauchen die nur Strom wahrscheinlich, oder? Ne, die haben. Okay. Haben Strom und Wasser. Aber dann werde ich doch mal einfach. Zack, zack, zack. Meine Köter machen unten Randale, das hört man eventuell. Aber what soll's. Gibt sich denn langsam hier die Arbeitslosigkeit? Nö. Geht einfach nur die Läden pleite.
Einfach so langsam. Doch, so langsam. Hm. Soll ich anrufen? Was? Wieso Tote abholen? Warum ist da kein Wasser? Na klar. Oh. Oh. Was soll's? Sollte ich dem Park vielleicht Strom verschaffen? Ich baller vorübergehend erstmal so ein kleines Windrad dahin. So, der ist ja angeschlossen. Vielleicht hilft das ja in irgendeiner Weise. Ach, kick mal. Soll ich da vielleicht noch andere Sachen hinbauen? Was kann ich denn noch so hinbauen? Ich kann nur ein Gebäude der Sorte machen. Die geht natürlich öfter. Großes Einkaufszentrum. Bauen Sie einen Flughafen. Was? Colossal Order, internationales Büro. Oh Gott. Der unfassbar erfolgreichen Spielefirma. Ah. Ach. Natürlich. Ja, ist ja von. würde ich aber wissen, wenn die so ein Büro haben. Ja, ich kann nichts dafür, wenn hier keine Leute arbeiten kommen. Das, ich kann auch die Umgebung nicht attraktiver machen. Also nicht wirklich. Ich meine, da ist ja schon, weil warum soll ich da einen Park hinmachen? Macht ja keinen Sinn. Hat schon wieder kein Wasser. Die Krise. So. So wie ich den kenne, ballert sich einer genau da auf die. Das wird den abreißen, das macht sich ja schon von selbst. Aber es ziehen wieder Leute zu, das ist sehr, sehr schön. Es dürfen auch gerne ein bisschen mehr sein. Ich geb dir dein neues Land. Gebe ich mein altes Land nämlich ab, ich muss mal eben das Mikro verschieben. So. Einmal Krach. Ich entschuldige mich förmlich. Mit einer offiziellen Entschuldigung. Was haben wir hier denn noch so? Wasseraufbereitungsanlage. Aufgepufft Gotunov. Scheiß Kapitalisten. Hinterwald. Hinterwald läuft mittlerweile. Das ist doch schön. Also Industrie ist aber auf einem Level, wo ich sagen kann, okay, nehmen wir doch hier mal erstmal die Sachen wieder weg und hauen dafür eventuell auch noch ein bisschen Wohnen und nur so ein bisschen erstmal, dann den Rest. So. Das sind Strom und Wasser. Das ist alles da. Okay. Reiß ab. Ich mach das jetzt nicht. Ja, das gibt sich. 8 Besucher. Es bauen sich Gebäude auf. Das ist sehr schön. Aha. Siehst du mal. Im Wald möchten sie also wohnen. Das ist ja auch interessant. Haben wir da Wohngebiete? Da haben wir Gebiete. Dann werde ich mal alt. So. Erstmal so. Nö. Ihr habt doch Strom. Was wollt ihr eigentlich? Ich habe ja die Hoffnung, ja, wenn ich hier Gebiete hinbaue, dann kommen da Leute vorbei. Was ist denn mit dem Strom? Der ist doch. Ist doch da. Achso, ich muss da wahrscheinlich mal eventuell ans vernünftige Stromnetz anschließen, dann mache ich das nochmal. So. Mache ich das da wieder weg. Arbeitertechnisch ist hier immer noch Flaute, aber die holzen Holz ab wie bescheuert. Forstwirtschaftswagen. Liefert an Waldprodukte an. Was? Strumpfreich.
Aha. Halt! Um das eventuell alles ein bisschen zu vereinfachen, hätte ich natürlich jetzt Lust, hier auch einen Güterbahnhof hinzubauen. Damit das vielleicht alles... Ich weiß nicht, ob das einfacher vonstatten geht, aber... Man kann es ja mal ausprobieren. So, machen wir einen Güterbahnhof. Bahnhof, Güterbahnhof. Muss neben einer Straße platziert werden. Soll ich den jetzt... Einmal so. Und klingt das da wieder aus. So, mal gucken, ob das irgendwen interessiert. Da hält einer wahrscheinlich den ganzen Verkehr auf. Jawohl. Ich habe mal gelesen, dass das so ist bei Cities. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Hier ist doch Wasser. Ihr habt doch Wasser, beschwert euch doch nicht. Muss ich eventuell mal ein bisschen mehr Wasser reinpumpen. Wo kommen denn die Rohre? Dann schließen wir das Rohrsystem mal an das da an. Das ist ja schon verbunden. Verbinden dieses dort noch mit dem da. Und hauen dort dann eine Pumpanlage an. Ach ne, das ist eine Abwasseranlage. Eine Pumpstation. So. Und. Ja, Strom hast du. Das funktioniert. Haben jetzt genug Wasser. Wunderbar. Genau, Wasser kommt wieder an. Das ist sehr schön. Sind mittlerweile bei 65.000 Einwohnern. Bei 70.000 können wir Monumente bauen. Bei 90.000. Aber bei 70.000 erreichen wir das nächste Level. Das ist doch erstrebenswert. Brauchen wir irgendwas? Wir brauchen noch mehr Gewerbegebiete. Gewerbegebiete. Dann einfach mal spaßeshalber so ein bisschen mit der Landschaft bauen. So. 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 Könnt ihr mal gucken, dass ihr euch da ansiedelt. Wasser kriegt ihr natürlich auch. So. Müsst damit klarkommen. Aha, da tut sich ja schon. Da tut sich ja schon. Sehr schön. Ja, für die Arbeitslosenzahlen hier kann ich nichts. Ich kann höchstens noch ein paar Parks dahin klatschen. Das war's aber auch schon. Wobei das auch voll. Ich finde das mit den Parks voll dämlich. Ich kann da aber meine Feuerwehr hinballern. Für den Fall, dass das in einem Forstbetrieb anfängt zu. Versteht das schon? Anfängt zu brennen. So, dann machen wir da auch noch eine. Man weiß ja nie. Dann machen wir da noch eine. Hier eventuell auch. Und da. So. Freut euch. So. Man weiß ja nie, wann hier irgendwas anfängt zu brennen. Haufenweise Arbeitslose. Meine Fresse. Was soll ich denn machen? Das läuft. Die haben mittlerweile gemerkt, da ist ein Güterbahnhof. Sehr schön. Aber hier. Es kommt keine Sau zur Arbeit. 6 Hochgebildete, keine Ungebildeten. Das gibt's doch nicht. Unser Bildungssystem ist einfach zu gut. Unsere Leute wären zu schlau für einfache Arbeit. Jetzt mal kackendreist gegenüber. So, Wohngebiet hinpacke.
Geh arbeiten. Hier hinten hat sich das mittlerweile gelegt, aber da noch nicht. Brauchen noch Industrie. Fangen wir erstmal mit der... Mache ich das jetzt so? Ja. Mach das jetzt mal. So, 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 so. Na gut, warte mal. Das mal weg. Machen wir erstmal so. Haben die Strom und Wasser? Die haben Wasser und Strom wird weitergeleitet. Ist hier... Hier ist Kacke. Warum ist hier Kacke? Die haben doch... habt ihr überhaupt ein Krankenhaus da? Nein! Ach je, die sind ja völlig unterversorgt. So, gegenüber vom Friedhof, da kriegst du gleich gute Laune, wenn du da hingehst. Das funktioniert. Das funktioniert. Da noch eins. Und hier kann ja auch jederzeit was passieren im Industriegebiet. Dann würde ich mal sagen, da so gegenüber. Dann freut man sich. Hier unten ist natürlich auch noch kein Krankenhaus. Darum kümmere ich mich jetzt auch. So. Da ist eins. Nichtsdestotrotz kommt dann hier in die Ortschaft auch noch eins rein. So eine kleine Praxis, ne? So eine Waldpraxis. So, vorübergehend kommt eine Stromtrasse hin. Warum fällen jetzt all die Bäume? Warum? Ich habe doch Forstgebiet hingemacht. Das ist alles... Das gehört so. Das gehört so. Keine Panik. Was? Wir sind jetzt kaputt. Der Boden ist verseucht. Was? Warum ist denn der Boden verseucht? Habt ihr nicht aufgepasst? Wo ist denn die Bodenverschmutzung? Müll? Wasser? Verschmutzung. Verarsch mich nicht, da ist gar nichts. Scheiß Simulanten. Pumpen wir irgendwo verschmutztes Wasser ein? Nee, auch nicht. Hab ich doch. Ich hab doch extra geguckt. Hier ist doch nichts. Ist alles sauber. Da brennt's. Was sonst? Also, das ist jetzt. Aufgrund schmutzigen Trinkwassers. Wo ist hier der Knackpunkt? Wo ist der Knackpunkt mit dem Trinkwasser? Das muss ich jetzt wissen. Ah, warte mal. Geht das jetzt über die Trinkwasseransicht? Nur Wasser, kein Abwasser. Ich mach das Ding da weg. Warte mal. So, ich komm dann, ich pack da eine Filteranlage hin. Alles andere ist mir gerade zu riskant. Wasseraufbereitungsanlage. Okay. So. Ist das auch gleich angeschlossen? Es ist schon. Ja, gut. Ist denn jetzt besser? Washington Residenz. Oh. Kranke Bürger, weil das so laut ist. Im Industriegebiet. Man wundert sich. Hätte man vielleicht nicht dorthin ziehen sollen. Was haben wir hier? Kundendienstdienste. Okay. So, Wohngebiete werden erstmal nicht gebraucht. Wir brauchen weitere Gewerbegebiete. Dann... Ich hab das Gefühl, hier oben muss ich mich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Die kommen hier klar, hier ist alles in Ordnung. Turm der hohen Zinsen, Expo Center läuft. Läuft. Aber hier unten ist echt... Das ist jetzt das Sorgenkind hier unten.
Kaufen Sie ein neues Land. Ganz bestimmt nicht. Mittlerweile schon 20.052 und wir haben noch keinen technischen Fortschritt gemacht. Eine Müllabfuhr, das bräuchten die. Eine Müllabfuhr. Wo macht die denn hin? Das ist ja schlecht für den Boden, ne? Ist auch eher schlecht. Aber ganz ehrlich, jeder muss Müll abgeben. Da kann ich das Ding mal so hier an den äußersten Rand packen. Hoffentlich kümmern die sich dann drum und dass das dann weggebracht wird, wäre auch sehr wünschenswert. Man ist ja eh schon alles in der Szene. Kann ich da doch auch... Wie ist denn die Windrichtung? Windrichtungen gibt es hier gar nicht. Okay, dann... Dann. Packe ich hier eine Verbrennungsanlage? Obwohl, die sind eigentlich noch gut abgedeckt. Ist nur hier unten das Problem. Ich hoffe mal, die von da oben kommen jetzt da unten hin. Das wäre wirklich gut. Und im nächsten Part geht es hier dann hoffentlich auch wirklich gut weiter. Und wir erreichen eventuell schon die nächste Stufe. Warum fällen sie all die Bäume? Halt die Fresse. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.